Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, mit diesem Bild möchte ich gleich in zwei Dinge einsteigen. Zum einen in eine Ausstellung in Gera und zum zweiten, wenn man hier diese Methode sieht, könnte man denken, ich habe es begrast. Nein, habe ich nicht. Ich bilde mir ein, dass ich diese Anlage schon mal auf der Messe in Dresden gesehen habe und dass ich da sozusagen die Inspiration hatte, genauso zu begrasen in diesen Grasbüscheln. Aber, also ich habe es nicht erfunden, ne, sondern wer auch immer das hier gestaltet hat, war der Ideengeber. Ja, zurück nach Gera. Das ist so ein bisschen, na, noch so ein bisschen Videoschulden, die ich habe bei euch, weil ich vors Jahr, naja, Zeiten hatte, wo ich wenig Zeit hatte, dann war ich auch noch krank und deshalb sind mehrere Videos ein bisschen, naja, untergegangen oder Videoprojekte und das möchte ich jetzt gerne nachholen. Deshalb willkommen in Gera. Wir beginnen mit einem kleinen Rundgang, der hier an dieser Anlage beginnt, den naja, jemand mit 12 gebaut hat. Das ist erstmal schon beeindruckend, dass man mit 12 eine eigene Anlage baut. Dann haben wir hier noch eine Gartenbahn, die hier so ein bisschen schweizerisch daherkommt. Dann stimmt ja sogar die Spurweite. So, dann haben wir hier noch ein schönes, naja, bewegliches Diorama, nennen wir es mal so. Wir hatten das jetzt schon auf mehreren Ausstellungen. Also solche Mini-Anlagen, bei denen, in denen es eben nicht im Kreis fährt. Ich muss jetzt auch zu meiner Schande gestehen, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, es sind hier ja dann auch immer mal eingeblendet die Beschilderung, sofern sie da war. Das ist ja nicht bei jeder Anlage so. Haben wir hier eine wunderschöne Schwarzspuranlage. Dann hier ganz fantastisch. Märkischer Kiefernheide ist hier. Ganz fantastische Anlage. Ich hatte mit dem Kollegen, der dort stand, auch mich unterhalten, aber wie gesagt, das ist also, ich weiß gar nicht, im also Oktober vorigen Jahres gewesen. Ich muss da leider zu meiner Schande gestehen, dass ich da vieles wieder vergessen habe. Also ich sehe dann jetzt die Bilder wie ihr auch so ein bisschen neu. Auch hier eine wunderschöne Anlage. Strasberg Harz, da steht groß dran, was es darstellen soll. Auch wieder so eine Mini-Anlage. Dann haben wir hier nochmal die unverzichtbare Gartenbahn auf Ausstellung. Das ist das, was mir jetzt nicht so gefällt, was aber immer ein Magnet für die Kinder ist. Hier ist sogar eine Anlage, die hier zum Verkauf stand. H0E. Nochmal ein Schwenk hin zur Gartenbahnanlage. Ja. Eine kleine Heimanlage. Noch 0E. Dann hier mal ein bisschen etwas moderneres Material. Wir schauen uns das alles dann noch mal so ein bisschen im Detail an. Hier war ein Kollege, der Figuren bemalt hat. Das war auch sehr interessant.
sind ja tatsächlich nur bemalt. Ich weiß gar nicht, ob das sich die auch zusammengebastelt hatte. Auf jeden Fall hat er sie sehr handwerklich. Ja, den Kollegen hier in der Ecke habe ich jetzt leider weggelassen, den sehen wir aber nachher noch. Ja, dann haben wir hier wieder den Herrn Jens Petermann mit Mitstreiter Jochen Klinger, der hier die Greifenbachtalbrücke gebaut hat. Ich denke mal, letzterer hat die Brücke gebaut und der Herr Petermann hat die Landschaftsgestaltung gemacht und die Bäume gebaut. Ja, wegen dieser Anlage bin ich eigentlich hingefahren. Das ist die Anlage Lauscher. Die kenne ich schon seit vielen Jahren. Die ist also auch schon recht alt, aber wenn man hier so guckt, ne, also das ist trotzdem immer noch sehenswert und auf dem aktuellen Stand, so in der Gestaltung. Das Schöne ist auch, dass es damals schon dieses Faller-Car-System, wo es ja eigentlich mehr oder weniger nur, sagen wir mal, eher so bundesdeutsche Fahrzeuge gab, die also hier auf DR umgebaut wurden. So, jetzt nochmal alles im Einzelnen. Wir haben hier Jan van Remmerden aus den Niederlanden, der hier eine wunderschöne kleine Anlage gebaut hat. Die Spurweite ist 0E. Ja, und das ist also wirklich Modellbau vom Feinsten, was hier zu sehen ist. Allgemein war das Niveau dort auf der Ausstellung wirklich sehr, sehr hoch. Also das hatte ich so nicht erwartet, muss ich sagen. Weil ich überhaupt nicht wusste, was mich dort erwartet. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht. Ja, inwieweit die Fahrzeuge jetzt irgendwelche Selbstbauten sind oder irgendwer das anbietet, weiß ich nicht. So, hier haben wir wieder das, was ich vorhin hier so als Märkische Heide, ich hoffe, dass jetzt noch irgendwo eingeblendet wird, wie die Anlage hieß. Wir haben also hier mal noch ein paar bewegte Bilder. Ja, ich habe mich dann auch mit jemandem unterhalten dort vor Ort und der hat mir dann erzählt, dass also ein relativ kleiner Anteil dieser, also Teil dieser Anlage von dem Privatmann gebaut wurde und die haben sie dann als Verein erweitert. Ja, auch wenn jetzt hier das Schweineschnäuzchen hier den Dienst verweigert und einfach was von dann stehen bleibt. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Anlage. Und es gibt viele, die hier Ideen sammeln und mit dem Handy, gut, ich bin jetzt auch bloß mit dem Handy hochgerannt und habe gefilmt. Gibt also hier ein Regelspuren-Schmalspurteil. Hier haben wir dann mal die BSW Freizeitgruppe Harz quer und Brockenbahn. Ich habe mich eben unter anderem auch unterhalten mit denen, weil ich mich eben gewundert habe, dass hier, was weiß ich, jemand als Wernigerode mit dem Logo der Harz, also nicht der Logo der Harzquerbahn, sondern eine Lok der Harzquerbahn im Logo hat und dann so ein Küstenthema macht. Ne? Aber das ist eben manchmal, gut, ich mache ja, wohne ja in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig und mache also auch irgendwie eher so ein bisschen Dresdner Thema. Ja, und ein Teil war auch so eine wunderschöne Hafenszene. Ja, und wer so, naja, Landratte ist wie ich, ne? So Binnenländer, da wirken natürlich so Hafenszenen ganz besonders und sind ganz besonders beeindruckend. Wir sehen auch hier an den Fahnen, ne, schwarz-weiß-rot, dass wir hier uns in der Epoche 1 befinden, also zumindest was den Hafen angeht. Ich glaube, das Schweineschnäuzchen war ein bisschen jünger. Der vor allem in der rot-weißen Färbung ist es dann eher in der späten Epoche 2 herumgefahren oder dann eher in der Epoche 3. Aber naja, das soll uns jetzt hier nicht. Schöne Anlage auf jeden Fall. Nächste Anlage, Schmalspuranlage, unteres Bresnitztal.
Ich habe die Anlage, glaube ich, schon in dem Video drin gehabt von der Messe in Leipzig. Ich bilde mir ein, dass ich sie auf der Messe in Dresden schon gesehen habe, weil von da ist ja unser Ausstellungseröffnungsbild, was wir dann auch gleich nochmal sehen werden. Manchmal Kesselwagen, das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Es ist auch schön, dass da mal, naja, nicht nur im Kreis gefahren wird, sondern dass eben auch mal rangiert wird auf so einer Ausstellungsanlage. Das sieht man jetzt auch nicht allzu oft. Aber wie gesagt, die Ausstellung hatte da ein ziemlich hohes Niveau. Hier wollte ich mir so ein bisschen Ideen für meine eigene Leute ranbeholen. Deshalb habe ich das hier nochmal ein bisschen genauer fotografiert. Hier haben wir dann noch ein Gewässer und dann die begraste Fläche, die hier so ein bisschen auf trocken gemacht ist mit einzelnen Grasbüscheln. Die typische DDR-Straße, ne, Pflaster, Asphalt drüber und dann blättert der Asphalt vom Pflaster wieder ab. Aber das haben wir ja manchmal heute auch wieder. Dann ein Blick über den Bahnhof. Ja, und dann haben wir hier schon wieder das nächste Thema. Das ist also diese Mini-Anlage, also Regelspur. Da hier sind auch die Gleise eingesandet, das kenne ich eigentlich auch bloß von der Länderbahn. Ja, und dann haben wir hier, das ist die Anlage, die ich vorhin gezeigt hatte als allererstes. Das ist also die, wo also jemand mit 12 Jahren eigene Anlage gebaut hat, mit relativ einfachen Mitteln. Wir sehen also hier da noch diese Streumaterial, was eigentlich so eher im Stil der 60er. Aber mit 12 Jahren hat man natürlich jetzt auch nicht das Geld, um dann einen Modellbahnladen leer zu kaufen. Dann haben wir hier, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, das ist auch eine polnische Anlage. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht ganz mit unserem Rundgang überein. Liegt einfach daran, dass in meinem Schnittprogramm Apple der Meinung ist, dass also die Bilder in umgekehrter Reihenfolge unbedingt ins Video müssen, wenn man da also sozusagen die ganzen, das alles so ins Video reinzieht. Das ist irgendwie so in den letzten beiden Jahren oder im letzten Jahr immer wieder Problem gewesen. Also hier kann ich bloß das sagen, was ich immer sage zu solchen polnischen Anlagen. Immer wenn die Polen auf Ausstellung auftauchen, ist es höchstes Niveau. Also das ist einfach der Wahnsinn, was die da so zurechtbauen. Auch hier wird übrigens rangiert. Da wird also nicht bloß stumpf im Kreis gefahren. Als nächstes haben wir hier Sebastian Schmidt mit seiner Hanel-M-Anlage. Ja, wo ich auch schon viele Diskussionen hatte, nach der Devise, ja, das ist doch 12 mm Gleis, das ist doch TT. Na, weil die Leute irgendwie nicht erkannten, was, oder nicht verstanden haben, was Hanel-M eigentlich darstellt. Ja, aber sind wieder sehr wunderschöne Anlage. Und das sieht sehr nach einer normalen Lok von Weinert aus, wenn ich mir das hier so angucke. Also es ist natürlich noch ein Harzquerbahn-Thema. Oder überhaupt noch ein Harzbahn-Thema, müssen wir da ja sagen. Ist ja nicht alles Harzquerbahn. Und auch hier wird wieder rangiert. Am Ende des Bahnhofs geht es auch nicht weiter, da ist also kein Schattenbahnhof dahinter. Hier haben wir das nochmal als Foto.
Als nächstes haben wir die Hanl-E-Feldbahnanlage Annerode, die übrigens zum Verkauf stand. Ich hatte es ja schon erwähnt. Auch hier wieder muss man nicht dazu sagen, also wieder ganz fantastisch gestaltet. Ja, und dann haben wir hier den Kollegen mit seinen bemalten Figuren, der also dort vor Ort, also so wie ich immer auf Ausstellungen begrase, hat er eben dort Live-Figuren bemalt und da auch, sagen wir mal, außergewöhnliche Szenen zusammengestellt. Und na, wenn man also sich das hier anguckt, in H0, also das ist schon was. Dann war hinten in der Ecke eine kleine Heimanlage, auch hier H0E. Ich habe dann immer meinen Spruch, ne? Also wer sagt, der hat keinen Platz zu Hause für eine Modelleisenbahn, hier ist der gegenteilige Beweis. Also irgendwas geht immer. Zumal man ja sagen muss, es gibt ja nicht nur H0E, es gibt ja auch TTE, das ist also dann naja, noch einmal deutlich kleiner. Ja, und dann haben wir hier Norman Timpe, der hier auch Modellbau vorgeführt hat. Der also hier lackiert. Ich glaube, der hat auch gealtert. Und dann haben wir hier die schon erwähnte Greifenbachtalbrücke, wo der Herr Klinger und der Herr Petermann gebaut haben. Hier das Ganze mal, na, also wer so, was weiß ich, bei YouTube oder Facebook unterwegs ist, der hat das Ding sicher irgendwo mal schon gesehen als Bild. Der Herr Petermann ist ja auch als der Baummetz unterwegs. Hier sieht man warum. Also da gibt es, glaube ich, kein Verbesserungspotenzial, wenn man das hier sich so anguckt. Ja, und das Ganze hat sich natürlich auch bewegt. Hier ist natürlich nichts mit Rangierfahren. Ich habe ja nur eine Endzugstrecke, wo dann hier, sagen wir mal, eher vorsichtig die Brücke überquert wird. Ist, glaube ich, auch nichts für Leute, die nicht höhentauglich sind, wenn sie da im Wagen sitzen. Na, also die hat ganz schön Höhe. Aber ist einfach. Also, dir fallen in keine Superlative ein, wenn man das hier so sieht. Das ist völlig irre. Ja, und dann kommen wir zu der Anlage, wegen der ich eigentlich dorthin gefahren bin, weil ich sie unbedingt mal wiedersehen wollte und gehofft habe, dass sie dort steht. Und so war es auch. Die kenne ich also noch aus den Tagen, wo ich in Leipzig im Verein war. Und hier haben wir dann also auch die fahrenden typischen DDR-LKWs, die hier in umgebauter Form unterwegs sind. Ja, es war schön, die Anlage mal wiederzusehen. Auch hier ist natürlich auch ein bisschen was passiert. Die ist also auch immer wieder modernisiert worden. Man sieht es hier an dieser Begrünung. Ja, hier steht eine einzelne Silvlohrfichte. Inmitten von, naja, aufgehübschten DDR-Fichten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und mit diesem Bild will ich mich jetzt von euch wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht fahrt ihr das nächste Mal, wenn in Gera wieder Ausstellung ist, dann mal selber hin und schaut euch das alles mal an. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.